Woher weiß ich, was in dem Kopf eines Mannes vorgeht? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und ich bin eben aufgestanden und habe die YouTube-Kommentare gecheckt. Das mache ich manchmal morgens, manchmal abends, manchmal mittags, wann auch immer. Und da habe ich Fragen gestellt bekommen, wie zum Beispiel, wie kann man herausfinden, ob er überhaupt die Beziehung will? Liebt er mich nicht mehr? Warum zeigt er Desinteresse? Fragen. Oder ganz viele andere Fragen. Zum Beispiel hier, aber wenn er schreibt, hey, wie geht's dir? Einfach so, ist er dann wirklich uninteressiert oder meinst du, dass er nur so antwortet? Und so weiter und so weiter. Ganz viele verschiedene Fragen, die ich tagtäglich gestellt bekomme. Und auf ganz viele Fragen muss ich einfach sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Weil wenn mir eine Frau schreibt, komplett aus dem Kontext gerissen, ohne dass ich sie kenne, ohne dass ich ihn kenne, woher weiß ich, dass er eine Beziehung will oder was auch immer? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, muss ich dir auch gar nicht sagen können. Es gibt allerdings einen Weg, wie du das herausfinden kannst, also wie du herausfinden kannst, was der Mann, mit dem du zu tun hast, denkt, was er da macht und so weiter. Und dieser Weg ist relativ simpel. Vielleicht ist die ein oder andere von euch schon mal darauf gekommen, falls nicht, verrate ich euch dieses Geheimnis. Ihr könnt ihn fragen. Ihr könntet diesen Mann einfach mal fragen, denn eine der wichtigsten Sachen in Beziehungen zwischen Menschen ist, dass sie miteinander kommunizieren. Und natürlich ist es hilfreich, sich irgendwie Gedanken zu machen für sich selbst und mal zu schauen, hey, wie stehe ich denn dazu und Vermutungen anzustellen, wie steht er denn dazu, sich vielleicht externe Tipps zu holen, wie von mir oder anderen, Bücher zu lesen und so weiter und so weiter. Absolut richtig. Aber am Ende des Tages sind Menschen immer Individuen. Und als Individuen kann es natürlich sein, dass 100 Männer sich genau so verhalten. Aber der Mann, mit dem du zu tun hast, ist der 101. Mann und der verhält sich nun mal anders. Oder er denkt anders. Oder er hat ein anderes, was auch immer, Wertesystem, Glaubenssystem, Referenzerfahrungen aus der Vergangenheit im Kontext Beziehungen oder was auch immer. Also es ist immer, immer, immer individuell. Es gibt natürlich generelle Tendenzen, wo man sagen kann, hey, Männer ticken generell so, Frauen ticken generell so. In Situation X hat sich bewährt, dies zu machen oder das zu machen. Absolut. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, wie dein Gegenüber ist, wie dein Gegenüber denkt, wie dein Gegenüber handelt, dass du tatsächlich dein Gegenüber kennenlernst. Und dafür ist es nun mal notwendig, dass du ihn fragst, ganz einfach. Und wenn ich auch mich da tatsächlich sehr geehrt fühle, wenn ich immer ganz viele Fragen gestellt bekommen habe, glaube ich, dass sich ganz viele Frauen zu viel Sorgen machen, dass sie sich zu viel Gedanken über irgendwelche Kleinigkeiten machen, die sie sich eigentlich gar nicht machen müssen. Zum Beispiel so Sachen wie, will er eine Beziehung oder wie, woher finde ich heraus, ob er irgendwie gerade zu viel zu tun hat oder ob er keine Lust mehr auf mich hat und so weiter. Also oftmals hilft ganz einfach eine selbstbewusste, offene, transparente, wertschätzende, nicht verurteilende Kommunikation miteinander. Das heißt, wenn ich wissen will, ob jemand in eine feste Partnerschaft mit mir gehen will, wäre es ja eine Möglichkeit, diese Person einfach zu fragen oder diese Person einfach wie einen festen Partner zu behandeln. Dazu habe ich an anderer Stelle in anderen Videos schon einiges gesagt. Das wären so Gedankengänge. Natürlich kannst du dich auch ganz, ganz lange mit deiner besten Freundin darüber unterhalten. Aber lass dir gesagt sein, deine beste Freundin kann es nicht wissen, weil deine beste Freundin kann genauso wenig wie du in den Kopf dieses Mannes hineingucken. Das kann nur der Mann selbst. Und die größte Chance zu verstehen, was im Kopf des Mannes vorgeht, ist eben genau dann, wenn du mit ihm kommunizierst und wenn du es schaffst, einen Raum, einen Kommunikationsraum, sage ich mal, zu schaffen, eine Beziehung zu schaffen, wo er eben sich, ja, wo er frei kommunizieren kann, ohne Angst haben zu müssen, dafür von dir verurteilt zu werden oder irgendwie negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Und deswegen ein Rat, den ich dir einfach mal mit an die Hand geben wollte, ist, kommuniziere mit dem Mann. Also frag den Mann einfach, rede mit ihm. Es geht ja auch nicht darum, dass du hingehst und sagst, hey, ich wäre gerne mit dir zusammen, willst du auch mit mir zusammen sein? Nee, du kannst ja generell, wenn du einen Mann eine Zeit lang datest, und eine Zeit lang meine ich nicht jetzt irgendwie 2 Wochen oder sowas, sondern schon mal vielleicht 1 Monat, 2 Monate oder wie lange auch immer, dann merkst du ja, wie er sich dir gegenüber verhält, meldet er sich von sich
sich aus? Trefft ihr euch immer nur, um Sex miteinander zu haben? Unternehmt ihr viele Sachen? Stellt er dich seinen Freunden vor? Stellst du ihn deinen Freundinnen vor? Und so weiter. An diesen Sachen kannst du ja schon abschätzen, ob es eine generelle Tendenz in Richtung Beziehung oder eben nicht in Richtung Beziehung gibt. Und dann kannst du dich ja auch mal mit ihm unterhalten. Hey, wie stehst du eigentlich zu dem Thema Beziehungen? Wie stehst du zu dem Thema Liebe oder was auch immer? Also man unterhält sich ja miteinander, wenn man nicht nur Sex miteinander hat. Und da gibt es dann ganz viele kleine Indizien, die du für dich zusammensetzen musst und aus denen du dir dann ein Gesamtbild ableiten kannst. Und ich bin mir relativ sicher, dass du mithilfe dieses Gesamtbildes schon ein ganz gutes, ja, eine ganz gute differenzierte Meinung dir bilden kannst. In diesem Sinne einfach miteinander kommunizieren, offen sein für irgendwelche Indizien, die es da eventuell gibt. Und dann fährst du damit schon ganz gut. Noch ein paar Mal, letzte Male. Hier gibt es noch die DVD. Solltest du dir sichern, falls du es noch nicht gemacht haben solltest. Der Link dazu findest du in der Beschreibung. Aktuell veröffentliche ich jeden Tag 2 Videos, was einfach damit zusammenhängt, dass ich jeden Tag morgens ein Video über meine Fastenkur rauskommt. Das sind 5 Videos. Das geht heute los, heute ist Mittwoch, geht noch bis Sonntag, findest du auch. Ich weiß, die Fastenkur ist nicht für jeden spannend, deswegen meine ich auch jeden Tag noch ein klassisches Dating-Video veröffentlichen. Deswegen nicht wundern, dass es 2 Videos pro Tag gibt, das ist nur aktuell so, das wird bald nicht mehr so sein. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Video positiv bewertest, wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen, weil du meinen Kanal abonniert hast, und bis dahin alles Gute.